Hallo, Radsportfans, und herzlich willkommen zurück zu einer Pro Cycling Karriere mit Erik Zabel, wo wir bei der Tour de France sind. Und jetzt startet die vorletzte Folge von dieser Tour de France. Drei Bergetappen stehen in dieser Folge an. Und die Battle um das grüne Trikot geht weiter. So cool, ne? Wie in diesem Jahr hatten wir es noch nie bis jetzt. Auch wenn ich natürlich immer am Meckern bin, ne? Das sind halt die Emotionen, ne? Die bei mir durchgehen, ne? Wenn ich die Punkte haben will und der greift einfach mit an, dann bin ich immer auf 180. So, und es gab einen Ruhetag, die Frische ist auf ausgezeichnet. Es ist die Frage, ob ich diesen Sprint hier hinten erreichen würde, wenn ich jetzt ausreiße. Nach den drei Bergetappen kommt die letzte Flachetappe. Mal abgesehen, ne, von der Schlussetappe, aber. Also es kommt nur noch, kommen nur noch zwei Flachetappen. Deswegen, die 20 Punkte hier sind vielleicht nicht schlecht. Ich würde mal sagen, hier mal für euch das Magazin. Wir machen das so ein bisschen von unserer Form abhängig, ne? Weil, ne, also über den Berg, der, vielleicht kann er sich hier mit rüber retten. Der hier ist nur recht kurz. Vielleicht wird das was mit dieser Etappe hier, ein paar Punkte abzugreifen. Hello, cycling fans everywhere. Today's profile creates an interesting strategic dilemma for both the favorites as well as those seeking stage victory. Is it best to wait for the final 3 kilometers and then give it your all to gain a few seconds? Or should an attack be launched further out on the Montée de Saint-Nizier du Moucherotte, setting off a reaction in which everything could be lost? Ja, und damit herzlich willkommen hier zur 16. Etappe der Tour de France, eine Bergetappe. Und naja, da ich minus 2 habe, reiße ich hier nicht aus. Im Moment darf mich Aaronsman ja noch beschützen. Ich denke mal, der wird mir aber relativ zeitig weggenommen. Wenn es nicht jetzt schon gleich am Anfang ist. Eigentlich wundert es mich, dass ich Aaronsman halt nehmen darf. Ich würde den eigentlich jetzt nicht so als Beschützer einteilen. Den würde ich selber eingeben für diese Bergetappe, wenn ich halt der Donovan wäre. Aber naja. Da er verfügbar ist und ich Minus habe, nehme ich mir ihn mal. So, komm, heile mal ein bisschen zurück hier, Erik. Komm, weiter zurück. Ah, sehr schön. Hier schön windgeschützt hier hinten hin. And it's a swift acceleration by Maximilian Schachmann. Schachmann ist wieder unterwegs. So, hier haben wir die ganz vorne. Bergtrikot-Hater ist dabei. Der gehen die nächsten ab. Scheint eine große Gruppe zu werden. Hier hinten im Feld ist alles noch langsam. Aber wenn jetzt noch einer hinterher will, dann muss er sich aber auch so langsam bewegen. 15 Leute sind weg. The lead rider is now more than 2 minutes ahead of the peloton. Ja, ich glaube, das war's. Und da es das war, schneide ich euch das raus. Und entweder sehen wir uns hier zu dem Sprint wieder, wenn es noch Punkte zu holen gibt, oder aber hier auf der Abfahrt zum Ziel. So Leute, da nehme ich euch wieder mit. Wie ihr seht, Erik ist hier hinten in der Gruppe. Paleni führt hier. Ich gehe mal nach vorne, weil die Führenden, die sind nur noch 7 Kilometer vom Ziel weg. Hier haben wir mal die Top-Favoriten. Da ist auch Aaronsman und Donovan noch mit drin. Und das sind die letzten aus der Ausreißergruppe. Und mal gut, dass ich da nicht mitgegangen bin, wenn ich mir die Namen so angucke. Und auch Quintana hat ja an jedem Berg angegriffen. Da wäre ich zu kaputt gewesen mit minus 2, denke ich mal. Wenn wir es überhaupt geschafft hätten. Bei dem Sprint hier waren auf jeden Fall noch über 15 Leute in der Gruppe. Also da brauchten wir nicht sprinten. Philipsen haben wir leider durch einen Sturz verloren. Die Abfahrt hier war das, von dem großen Berg hier in der Mitte, von dem Col de Port. Da ist Philipsen gestürzt und ausgefallen. Unser bester Anfahrer. Boah, was ist jetzt da hinten bei Zabel in der Gruppe los? Also der andere, der da mit in der Gruppe ist, der scheint ein bisschen hart zu führen. Hier wird auf jeden Fall um den Sieg gesprintet und kann Schachtmann das machen oder geht McNulty noch vorbei? Ne, McNulty geht noch vorbei. Schachtmann jetzt weiter. A great victory! He didn't overextend himself. He was certainly the smartest Da today. kommen Landa, Hayter, Quintana, Latour, Hamilton. Das müsste alles noch Gruppe sein. Champuisat, Chavez, Festa. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake. Na, Erik hat zwar kein Wasser mehr, das sollte noch reichen. Also unser Donovan hat noch ein bisschen Saft und auch plus 3 wird beschützt von Aaronsman, der auch plus 3 hat, aber der rote Balken ist gleich bei beiden weg. Gibt es hier noch eine geile Kamera? Ja, hier, aber die ist jetzt auch gleich weg. Dann würde ich mal sagen, doch wieder die Zielcam.
von den Top-Favoriten Fischer Black, Gregoire, Vingegaard, da ist Gudu. Donovan müsste eigentlich in der Gruppe mitgewertet werden. Aaronsman auch. We're waiting for the tailenders who continue to arrive. Donovan ist im Moment Siebter. Mal gucken. Vielleicht konnten sie ja wieder einen abhängen. Oder aber es ist noch einer vor denen reingekommen, der ihm jetzt seinen Platz wieder geklaut hat. Ja, jetzt bei Erik auch der Puls wieder im weißen Bereich gewesen. Der ist auch schon im Ziel. Dainese ist auch drin. Ja, ein paar sind noch unterwegs, wa? Oh, der ist vorbei. Ja, hier ist die Kamera erstmal auf Erik. Da unten fährt er. Jetzt ist er am Baum verschwunden. Jetzt kommt nochmal der Zieleinlauf. Da lassen sie aber alle drei den Kopf hängen. Ist doch ganz toll, ihr habt eine Ausreißergruppe durchgestanden. Ab zu den Ergebnissen. Lalalala. Wie viel haben wir nochmal Vorsprung? 20 oder so, ne? Ja, 20 Punkte haben wir Vorsprung vor der Lee. Ja, hier die Punkte für uns ja uninteressant. Und rennen in die nächste Bergetappe. Ein Ruhetag gibt es nicht mehr. Also, ne, da haben wir nochmal eine Chance. Und dann natürlich auf dem Champs-Élysées haben wir nochmal eine Chance. Ja, hier ist es, bietet es sich eigentlich wieder an, anzugreifen. Da könnte die Lee dann aber mitgehen. Ich werde das auch machen, weil hier ist es flach. Also, egal was halt passiert, weil ich kann mich dann ja, wenn wir den Sprint gefahren haben, zurückfallen lassen. So, hier mal für euch das Magazin. Und dann gehen wir gleich rein in die Etappe. Hello everyone and welcome to this mountain stage. With a summit at 2,300 meters, a 21-kilometer ascent, and an average gradient of 7.5%, the finish on the Col de la Loze is a litmus test for claimants to the general classification. A test that could nourish ambitions, or, on the contrary, that could see a relinquishment of all hope for final victory. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Etappe hier bei der Tour de France. Ich denke mal, Or-Kategorie, der Schlussanstieg wird auch Or-Kategorie sein. Auch wenn es da immer beim Schlussanstieg ja Quintana nicht dabei ist. So, Quintana geht wieder, Hayter geht wieder. Ja, wie gesagt, wir gehen hinterher. Von Deli ist erstmal nichts zu sehen. Auch wenn wir halt hier Minusform haben, also die 20 Punkte, die würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Weil ich werde hier nichts machen, also. Das können hier die Bergfahrer alleine machen. Attack by Lilian Calmejean. Wollen die langsamer fahren? Nö, schneller. Im Moment kann ich mich natürlich noch nicht hinten ranhängen. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. Da hinten haben wir einen Massensturz, unter anderem Sprinter dabei. Ah, ich drehe mal schon mal ein bisschen runter. There's a breakaway. Ja, hier noch eine Führung mitmachen. The breakaway has now got over a minute on the pack. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack is increasing. Der Erik kann ja auch langsamer fahren, anscheinend. Ja, warte mal, da hinten hängt doch schon einer dran. Ey. Dann hänge ich mich jetzt auch an. Ist das ein Sprinter? Na, nicht wirklich. Ich denke mal, hier auf so einer Bergetappe können die Bergfahrer ja von mir nicht erwarten, dass ich hier Arbeit leiste. Also ich denke mal, die Gruppe ist weg. Da würde ich sagen, ich cut euch das raus und kurz vor dem Sprint sehen wir uns dann wieder. So Leute, etwas über 8 Kilometer bis zum Sprint. Da seid ihr jetzt wieder dabei. Ich hänge mich da vor. Nö, darf ich noch nicht? Ah ja, stimmt, das ist irgendwie bei 5 oder so, ne? Jetzt darf ich mich ranhängen. 5 Kilometer. Fahr mal nach vorne. Klink dich mal ein hier. Vielleicht können wir es ja mit normaler Führung machen. Falls hier keiner sprinten sollte, spar mal ein bisschen Energie. Jetzt löse ihn jetzt ab. Wird also in der Führung bleiben, denke ich mal.
Ja. Moment, sprintet nichts. Ja, das macht der Erik hier im ganz normalen Fahren, ey. Wunderbar, den haben wir eingesackt. So, wieder nach hinten fallen lassen. Tja, dann würde ich mal sagen, kann ich euch das wieder raus und am Schlussanstieg sehen wir uns dann wieder. So Leute, ich nehme euch wieder mit. Erik geht jetzt hier am Fuß des Col de la Lose in den Schlossanstieg rein. Ist hier hinten in so einer Gruppe. Der gute alte De Lee ist auch hier. Stockbro und Paleni sind auch dabei, um Erik noch ein bisschen zu unterstützen. Na, irgendwie fahren hier ein bisschen Power, ne? The escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Das passt mir eigentlich gar nicht so. Die sollten lieber langsam fahren. Ja. Ist, denke ich mal, egal. Wenn er jetzt alleine fährt, dann verbraucht er auch Energie. Wir gehen jetzt nach vorne, wo die Action ist. So, hier ist das Hauptfeld. Donovan und Aaronsman sind auch noch drin. Gelb hat Donovan noch etwas weniger wie Hälfte. Dämmer, das Hauptfeld von vorne. Ja, und ein anderes Kameramotorrad gibt es ja auch leider nicht mehr. Dann bleiben wir hier auf dem drauf. Ja, immer so im gelben Bereich hinten bei Erik der Puls. So, Bernal geht jetzt in den Angriff. Der ist zwischenzeitlich auch mal gestürzt. Und jetzt gibt er wieder Gas. Gregoire auch dabei. Oh, Gudu sitzt noch hier hinten. Gudus Team ist hier am Schruppen. Und Gudu jetzt schon an zweiter Position hier. Ganz groß im Bild eben gerade. Oh nö, jetzt ist das Kameramotorrad auch noch weg. Wurde von dem hier geblockt. Kommt ihr beide nochmal vorbei? Ich lenke euch. Das ist Gregoire. Nee. Ah, Gregoire ist hier im weißen Trikot. Ja, Donovan vorne mit dabei. Ganz klein wenig Gelb hat er noch. Boah, der Puls bei Erik steigt immer mehr. Was sind das für Idioten da in der Gruppe? Warum fahren die so Druck? Das sind doch eh geschlagen. Oh, jetzt geht Gudu selber. Ah, Gregoire bleibt dran. Die beiden, also erster und zweiter ist das. Mal hier ganz schnell an Bernal rangefahren. Zieht Bernal nochmal durch. Ah, die lassen beide hängen. Konnten sich jetzt von Gregoire nicht absetzen. Donovan, krass geschlagen. Oh, ein bisschen ist noch. Dann können wir erstmal noch ein bisschen zappen, würde ich sagen. Jetzt geht Gudu nochmal. Und lässt die drei stehen, oder? Ja, das sieht so aus. Und wenn er sich die hier holt, dann ist ihm, glaube ich, das gelbe Trikot nicht mehr zu nehmen. Boah, das hier dürften schon so 20 Sekunden sein. Jetzt geht's für ihn erstmal ganz kurz ein bisschen bergab. Kann man hier natürlich auf der Karte gar nicht sehen. Ja, okay, es ging nicht bergab. Es ist auf 3% runtergegangen. Boah, das da hinten bei Erik nervt mich schon ein bisschen. Der tauschen wir auf jeden Fall nochmal den Beschützer aus. Warum fahren die da hinten so schnell, ey? Das ist echt unverständlich. So, jetzt kann Gudu auch nicht mehr. Komm, ist immer noch ganz schön weit. Vor allem, wenn es bergauf geht. Jetzt nochmal richtig steil. Aber die hinter ihm können auch alle nicht mehr. Na, da kommt nochmal einer ran, oder? Ja, die lassen alle hängen. Ein Siebener. Letzte Kilometer. Das müsste er eigentlich packen, oder? Sei denn, hätten wir nochmal einer richtig Saft. Vingegaard vielleicht, aber jetzt lässt Vingegaard auch den Kopf weg. Oh nein! Naja, hier können wir es noch einigermaßen sehen. Der kommt Gudu. Der ist Vingegaard. Ja, das macht Gudu. And it's a superb sprint win for David Godu. Als Vierter reingekommen. Da kommt unser Donovan. Macht mal wieder den Siebten. Er wird ja wahrscheinlich auch Siebter bleiben. So, jetzt gleich hier die Top Ten voll. Das macht Edendol.
Erik, kaum noch, gell? Ja, die sind hier wie die Irren gefahren, ey. Boah, ey, dadurch werden wir wahrscheinlich noch nicht mal mehr sehr gute Frische halten für die nächste Etappe. Weil wir ja auch bis hier zu dem Sprint richtig angegriffen haben. Es ist letztendlich hier sogar noch komplett auseinandergefahren worden. Mist, ey, da haben wir dann mehr Frische verloren, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Also diese Gruppe, wo wir waren, die war noch, ne, nicht so weit. Da waren noch jede Menge Gruppen hinter. Also wegen der Karenzzeit kann dieses Tempo nicht gefahren worden sein. Das war, glaube ich, der letzte gerade. Jo, da sehen wir nochmal Gedü, wie er sich seinen Sieg einfährt. Und da sind wir wieder bei Erik. Da können wir auch zu den Ergebnissen gehen. Ja, wir haben auf jeden Fall, bis erstmal auf allgemein schalten, unseren Vorsprung ausgebaut. Sehr schön. So, hier die Punkte ist natürlich wieder völlig egal. 95% zufrieden ist der Manager. Und jetzt kommt die dritte Bergetappe dieser Folge. Und die hat mal gleich vier richtige Anstiege und dann am Ende noch einen kleinen Anstieg. Jetzt beginnt mein Formhöhepunkt. Warte mal. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht vergessen. Hoffentlich darf ich das noch machen. Ah, es ist keine Erholungsphase. Zum Glück, ey. Boah. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Der hier bei den World Championships, das müsste passen. Also der läuft jetzt ja erstmal. 21. Juli. Also nicht ganz bis Ende August. Okay, es wird knapp, dass der Formhöhepunkt noch ausgelöst wird, aber wir hoffen mal. Kann ja eigentlich Training schon was verändern? Ja, das muss raus, das muss alles raus. Dann schon mal Kalender gucken. Ja, kommt nur die Vuelta, ist mir auch sehr recht. Erstmal ein bisschen Ermüdung abbauen. Und ja, diese Klassiker, die kommen leider erst während die Vuelta läuft, sonst hätte ich mir da noch einen gegönnt, aber gibt's nicht. Lombardei sind wir angemeldet. Ja, ob ich mir Luxemburg geben soll, das ist die Frage. Er wird ja ziemlich ermüdet hiernach sein. Ah, vielleicht nehmen wir Luxemburg noch raus, aber er kann im Moment erstmal noch drin bleiben. Ja, vorm Höhepunkt ausgelöst. Dann jetzt rein in die Bergetappe. Der hier das Magazin. Stehen wir natürlich nicht dabei. Oh, der Sprint ist gleich hier. Den sollten wir uns natürlich wieder gönnen. Und am besten dann direkt zurückfallen lassen. Weil ich glaube nicht, dass Erik die Etappe als Ausreißer durchhält. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to you. Five mountain passes, 4000 meters of vertical gain. The riders won't be taking it easy today. Talents as a climber are essential for aspiring stage winners, but descender skills won't go amiss either. Ja, und damit herzlich willkommen hier zur 18. Etappe der Tour de France, die letzte Bergetappe. Also wer hier noch das gelbe Trikot haben will, der muss jetzt was reißen und wie angekündigt, ne, wir werden hier mal ausreißen, um uns dann da den ersten Sprint zu gönnen. Dann haben wir nämlich schon 60 Punkte Vorsprung vor Deli. Was ja Erik hier ganz alleine. Da geht's los. An den komme ich nicht ran, aber so müsste ich And he rankommen. sprints away in attack. Weil der wird wahrscheinlich schon ein Stück zu weit weg sein. Jetzt geht er mit. Ich wollte gerade sagen, Erik, du musst ja auch mal was machen. Da es ein bisschen bergab geht, kommen wir natürlich nicht so richtig weg. Da haben sich auch schon wieder welche ausgeklinkt, ne? Da klinke ich mich auch aus. Ich bin ja auch schließlich Sprinter hier, ne? Und der hier hinten, welcher ist denn das? Der sieht so vom Anstieg her sehr, sehr brutal aus. Plateau de Glirée oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, ab in den Tunnel rein. Da hinten im Feld wird auch ein bisschen Druck gefahren.
Erik mal noch ganz hinten. There's now more than a minute between the breakaway and the pack. Weil danach kommt ja eine Flachetappe. Und wir sollten so viel Frische, wie es nur geht, aufbauen. Also ich lasse mich auch... Ja, obwohl, ist die Frage, ob ich mich direkt zurückfallen lasse. Ja, doch, ist besser. Auch wenn ich hier hinten keinen Beschützer bekommen sollte. Breakaway! Na ja, komm, dann können wir auch auf jeden Fall mal zappen. Da hinten wird noch angegriffen. Wir sind hier 12 in der Gruppe. Feld sieht die neuen Angriffe, glaube ich, recht entspannt, oder? Ja, drei Nässe, aber der ist auch am Beschützen. Dann noch 6 hinter uns. Ja, die Berge dieser Tour sind dann nach dieser Etappe vorbei. Aber ist auch nochmal ein richtig schönes Finale für die Bergfahrer. So, noch 8 Kilometer. Den hänge ich mal... Ah ne, die geht ja immer noch nicht. Noch ein bisschen weiter zappen. Jetzt vielleicht? Jetzt dürfen wir hinter Simmons ran. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Dann würde ich mal sagen, klicken wir uns... nicht so schnell. Klicken wir uns hier mit ein. Weil jetzt wieder bergauf geht. Wollen sie doch ein bisschen schneller. 4 Kilometer noch bis zum Sprint. So, na Erik, dann übernehmen wir die Führung hier. Lala, was mit 70 reicht auch noch. Ja, da haben wir hier die Punkte eingefahren. Wunderbar. Wie gesagt, 60 Punkte haben wir jetzt Vorsprung vor der Lead. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ja, solange hier in dem Grüppchen nicht zu schnell gefahren wird, kann ich mitfahren. Aber der Abstand, nicht ganz 3 Minuten, die werden ja wahrscheinlich zu schnell fahren. Ja, und schon ziehen sie an, Puls im orangenen Bereich. Erik klingt sich hier aus, das ist mir zu viel. Lass die mal fahren. Ja, ich lasse mich wieder einfangen, ne? Ich cut euch das raus und ich denke mal hier bei diesem krassen, steilen Anstieg. Da zeigt ihr euch mal, wo Erik sitzt und dann gucken wir uns den Zieleinlauf der Favoriten an. So Leute, ich nehme euch wieder mit. Erik ist am Fuß des Plateau de Glire. Und hier sieht man schon, wumm, wir sind in der Wand drin. In A31 halten wir uns im Moment auf. Ah, jetzt fahren die hier schon wieder mit relativem Druck nach oben, ne? Nee, ich will so viel Energy wie nur möglich safen. Dann lässt du dich jetzt hier mal rausfallen. Aber so mit 45 fällt er auch nicht raus. Na, dann kannst du auch hier bleiben. Fahrt einfach nicht zu schnell hier. Ah, orange, gelb der Bereich. Und der Manager, beziehungsweise unser Kapitän hier, der hat Blödsinn gemacht. An dem Berg war das, ne? An dem Berg hier. Da waren noch andere vorne und auch Aaron's Man, den ich hier lustigerweise steuern dürfte. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber er selber hat Wasser geholt. Der Kapitän. Völlig bescheuert. Da ist er sogar teilweise immer so ein bisschen rausgeflogen aus der Gruppe und naja, jetzt ist er wieder vorne. Aber er hätte sicherlich, denke ich mal, viel mehr Power, wenn er das nicht gemacht hätte. Oh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal nach vorne. Das scheint ganz vorne zu sein. Bernal hier alleine. Na, okay, er hat halt auch immensen Rückstand, der Bernal. Also vielleicht nicht so, hier, bis in den roten Bereich wird hier jetzt reingefahren. Nee, da muss ich noch was tun. Das ist völlig bescheuert, was die hier schon wieder machen. Was ich halt dann nicht verstehe, ist, wenn die hier so schnell fahren, dass er in den roten Bereich reingeht. Warum fällt er hier mit 34 dann nicht weiter zurück? Kapier ich nicht. Müsste doch dann zurückfahren, weil wenn ich hier 20 fahre, dann kann das kein Tempo sein, das uns in den roten Bereich reinfährt. Hä? This climb features some dreadful percentages. Ich fahre hier mit 1 und der Puls ist... gelb? Hä? And there's an
attack at the front. He could go all the way. Null kann ich nicht fahren, dann gibt er auf. Was ist das denn für ein Blödsinn, ey? There's now just 10 kilometers left. Ja, Vero, ey, so ein Sprinter hat da eben Tempo gefahren, ey. Warum macht er sowas? So, warte mal kurz, stopp. Nein, das war der falsche. Hör du mal mit 40. Alter, verlieren wir nämlich immer unnötig noch grünen Balken. Können wir jetzt einfach chillig ins Ziel radeln. Ja, das musste ich jetzt nochmal machen. Jetzt sieht es mit dem Puls auch super aus. Er ist im weißen Bereich. Da wieder ab nach vorne. Da, hier ist Grégoire. Ist Gdü hier in der Gruppe drin? Da müsste Gdü sein, das gelbe Trikot. Und dippelt noch irgendwas vorne rum. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Das müsste ganz vorne sein. Also der Bernal eingefangen oder was? Kann ich jetzt hier auf die Schnelle nicht finden, weil hier überall Kurven sind. Arrieta zieht nochmal durch. Donovan ist da hinten dran. Vielleicht war sein Wasserholen ja doch gut. Letzte Kilometer. Aber er wird von Arrieta kaputt gesprintet, so wie es aussieht. So ist es auch. Oh, und letztendlich auch noch von Grégoire eingefangen. Von Pogacar, Vingegaard und Gdü, glaube ich, auch noch. Er ist wieder auf seinem typischen siebten Platz, oder Donovan? Na, Donovan, wer weiß, wenn er kein Wasser geholt hat, ist vielleicht wäre er mehr gegangen. Ist hier vielleicht wenigstens nochmal ein Etappensieg einfangen können. Da kommt Arrangement. Boah, Puls hinten bei Erik, okay. Etwas unter Hälfte grün im Moment. Wie weit ist er noch weg? 8 Kilometer. Somebody says that a rider is down. Jetzt ist ihm er hier sogar mit 40 Führung ist er ihm weggefahren. Den führst du jetzt selber mit 40. Der könnte noch sehr weit weg sein. Komm, für den holen wir mal ein bisschen Wasser nochmal. So, dann setzen wir weiter. Da kommt Pardini und Zabel. Nur noch dein Nesse unterwegs. Ah, ne. Ja doch, nur noch dein Nesse unterwegs. Ich bin eben so ein bisschen gewundert, dass der hier noch nicht so ausgegraut ist wie die anderen. Na, manche kommen jetzt den Kategorie 2 Berg runter. Und da der letzte drin. Der noch mehr der Zieleinlauf hier für euch. Wie gesagt, Cyanide, Kamera auf die andere Seite, damit man mehr sieht. Ja, schönes Ding für Arrieta, dann ab zu den Ergebnissen. Ja, da brauchen wir eigentlich nicht gucken, ne? Wir haben es auf 60 Punkte ausgebaut, die Sprintwertung. Jetzt wieder ein paar Pöckchen, 95% zufrieden. So, dann haben wir auch hier das Ende der Folge erreicht. In der nächsten Folge gibt es mal wieder zweimal eine Option, dass Erik mal einen Sieg einfahren kann. Und naja, das ist dann auch der Abschluss der Tour de France. Die letzte, die wir in dieser Karriere fahren. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, bis dann und Cherry.